Das wird ja jetzt ekelhaft hier. Hallo und herzlich willkommen zurück, Vlog Teil 2. Also, erstmal bedanke ich mich bei euch allen für die ganzen Kommentare, für die ganzen Nachrichten, für die ganzen Zusprüche und für alles, was ich an positiver Message bekommen habe. Da ein großes Dankeschön. Natürlich gab es auch ein, zwei Kommentare, wo die Leute meinten, der ist niemals auf, der labert. It is what it is. Ich habe gesagt, keine halben Sachen. Hier ist das Blutbild plus das Spermiogramm. Wir gehen das jetzt systematisch durch. Danach werde ich ein paar Sachen dazu sagen. Ich habe auch gestern mit der Ärztin telefoniert. Eigentlich hatte ich gestern das Gespräch aufgenommen, aber so Gott wollte, hat das nicht funktioniert mit dem Mikro. Ich blende das mal hier unten ein. Da kriege ich einen Anruf, 18.30 Uhr. Aber da hat sie mir, ich glaube, wir haben 5 Minuten telefoniert, ein paar Sachen erklärt. Die sage ich jetzt auch nochmal, aber das Blutbild leitet das Ganze ab. Stand der Dinge ist, Blutbild 16 Wochen circa off. Absetzverfahren wurde gemacht mit Tamoxifen, Clomifen sozusagen. Ich habe noch Hämmer drinne gehabt, keine Blocker, sondern Hämmer. Ne? Wir reden von einem Exemestan zum Beispiel. Warum habe ich das gemacht? Weil ich der Meinung bin, dass wenn ich schlagartig rausgegangen bin, so wie ich gegangen bin, raus mit den Testo-Injektionen, dann hatte ich halt Angst vor den Schwankungen und das war auch hier ein Volltreffer mit dem E2. Wir machen das so, dass ich das Blutbild erstmal, wir gehen das Blutbild durch und danach kommen wir zur Schockdiagnose. Das Blutbild ist hier. Ne? Natürlich wurden nicht alle Parameter gemessen. Da es eine Kinderwunschklinik ist, natürlich habe ich die Niere auch mit messen lassen. Ich wollte gucken, okay, ein Bruchteil der Nierenwerte, wie die aussehen. Und das ist hier Gamma-GT, weil natürlich um eine Nierendysfunktion zu herauszufiltern, muss man natürlich mehrere Parameter messen. Genauso sieht es aus mit der Leber. Manchmal gibt es erhöhte GPT- und GOT-Werte, aber der Gamma-GT ist in den meisten Fällen noch relativ human und im Range-Bereich. Diese GPT- und GOT-Werte leiten sich meistens von dem erhöhten CK-Wert ab. Dadurch entsteht auch ein erhöhter CKMB-Wert. Durch hartes Training, wenn man zum Beispiel Muskelkater hat oder Marathonläufer oder jeder, der eine hohe sportliche Aktivität ausübt oder sich sportlich sehr, sehr belastet, beziehungsweise den Körper und die Muskeln hat, immer einen hohen CK-Wert. Ne? Die Arzthelferin, das kann mal sein, dass sie anruft und dann sagt, oh mein Gott, du kriegst einen Herzinfarkt und alles. Das ist nicht der Fall. Ne? Um die Leber rauszufiltern, beziehungsweise, dass die Leber geschädigt ist, müsste man ganz, ganz andere Parameter überprüfen. Das können wir auch separat machen, wenn ihr Interesse an so einem großen Blutbild habt, beziehungsweise wo ich mal richtig intensiv in diese Thematik reingehe, dann gib mir Bescheid, weil ich arbeite mit Blutbildern sehr eng zusammen im Coaching. Die sind bei mir im Preis mit drin, also dafür zahlt man nicht extra. Man kann die nonstop machen, die werden gratis analysiert von meiner Seite aus. Die Gesundheit steht hier an erster Stelle. Also haben wir hier einmal das normale Blutbild, beziehungsweise die Werte, die interessant sind für den Testospiegel. Also, wir haben E2, das ist Östrogen-Östradiol-Wert, der ist bei 11,80. Ne? Referenzbereich liegt bei 0, zwischen 0 und 39,8. Das heißt, mein Östrogenhaushalt habe ich gut hinbekommen, ist noch relativ human, ist mir wichtig, dann lagere ich nicht so viel Wasser. Testosteron und Östrogen hängen zusammen. Das dazu, ne? Ohne Testosteron kein Östrogen. Deswegen setzt man auch eventuell mit einem Tamoxifen ab. Das ist ein Blocker und kein Hämmer, weil ihr müsst euch das so vorstellen, dass blockt das Östrogen im Körper und der Körper denkt dann, oh mein Gott, ich will wieder Östrogen haben, was muss ich tun? So kubbelt er eventuell die eigene Achse wieder an Testosteron, der Körper produziert Testosteron, um so Östrogen auch wieder herzustellen. Also die Dinge hängen zusammen. So, dann kommen wir zu einem entscheidenden Wert, LH. Mein LH liegt unter dem Referenzbereich, 1,33. Gemessen wird zwischen 1,4 und 9,3. Und mein FSH ist bei 3,65, was mich positiv überrascht hat, weil ich kenne FSH-Werte, die sind unter Range-Bereich. Alex ist hinter der Kamera, bei dir war auf 0, ne? Tot, ne? Ja, also ich kenne etliche Blutbilder oder wenn man zum Beispiel mal Blutbilder guckt von Leuten, die Testosteron konsumieren, da ist immer LH und FSH gleich 0. Also das ist Minusbereich, ne? So, also unter Referenz, weil einfach die Zufuhr von außen kommt an Testosteron und der Körper klatscht das direkt gegen 0, ne? Weil du kriegst das Exogen, warum soll der Körper es herstellen? Das sind normale Werte, wenn man Testosteron nimmt, ne? Also LH und FSH. Mein FSH ist aber ein bisschen okay, nicht ausreichend, dazu
dazu kommen wir gleich. Aber das zeigt mir, dass mein Absetzen eigentlich gut nach so einer langen Zeit funktioniert hat. Das heißt, so wie ich absetze, ist gut gewesen. Ne? Dann haben wir Prolaktin. Mein Prolaktin ist... Ne, der ist bei 0,4, gemessen wird zwischen 3 und 15 oder 3 und 14. Liegt aber auch daran, muss ich an dieser Stelle sagen, ich habe Cavagolin konsumiert beim Absetzen, weil ich dachte, der Prolaktinwert bei mir wird ein bisschen über die Stränge schlagen. Sehe aber hier, das Prolaktin ist auf jeden Fall echt, beziehungsweise das Cavagolin ist auf jeden Fall echt. Und Prolaktin ist noch, also das wird sich wieder einpendeln, Prolaktin, das kann ich euch so schon mal sagen. Ist noch relativ human. Kommen wir zu einem Wert, den ich nicht so gut fand. Das ist mein Testo-Wert. Das war mir aber schon klar. Der ist bei 2,30. Das ist schon an der Grenze einer TRT. Also da könnte man drüber reden, dass man eventuell noch unterstützt von außen. Also auf den Wert will ich jetzt ein bisschen tiefer eingehen. Also natürlich kenne ich Werte von Testosteron. Wenn jemand das injiziert, dann sind die bei 15, 16, 20. Die messen die sogar bis 30 oder 40, je nachdem, wie weit die Parameter gehen. Die Ärztin hat zwar gestern gemeint am Telefon, dein Testosteron ist wieder im Normbereich. Es ist aber hart an der Grenze. Und das merkt man einfach an dem Sexualdrive, an der Lust und auch an der Power, die einem fehlt. Ne? Also man fühlt sich schwach. Es ist nicht dasselbe. Auch das Training ist nicht dasselbe und das Muskelempfinden ist auch nicht dasselbe. Und ich bin der Meinung, dass es lange, lange noch dauern wird, bis der hochgeht. Ich bin auch der Meinung, dass der auch eventuell nie wieder so hochgehen kann, wie er im Normalbereich mal war von alleine. Was sagst du? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht. Deswegen ballern Leute immer noch. Die sind aufgegangen. Der Testowert hat sich aber nicht normalisiert und das Leben vorher mit einer bisschen höheren Menge an Testosteron hat denen besser gefallen. Und da muss man halt einen Kompromiss finden. Also ich gucke mir das Ganze natürlich gerne an und weiß aber halt das Leben, wie es war, wenn man Testo zum Beispiel genommen hat. Ne? Auch wie man sich dabei gefühlt hat und jetzt zu einem Wert, der nah an der Grenze liegt, wo vielleicht sogar Ärzte eventuell Testogel verschreiben würden oder eine TRT, weil wenn ich jetzt die Symptome vergleiche mit Müdigkeit, Träge oder halt die Lust fehlt, also Lustlosigkeit und der Muskelwachstum oder allgemein die Energie im Körper ist nicht so potenziell hoch oder tendenziell hoch, dann kann man schon darüber reden. Klar, mir war das aber klar. Ich hätte sogar gedacht, der wäre komplett im Minusbereich, hätte ich jetzt gedacht, durch die Einnahme oder durch den jahrelangen Konsum. Daran ist aber was verbunden, dazu komme ich gleich. Mein SHBG-Wert ist im normalen Range-Bereich, aber auch nah an der Grenze. Ne? Ist aber okay. Aber mein FAI ist unfassbar hoch und sie meinte auch, also die Ärztin, also der ist um das Vierfache erhöht, die Ärztin meinte auch, mein freier androgener Rezeptor, das ist das, ist halt extrem hoch. Sie sagte, der Testo-Wert ist im Normbereich, aber der FAI in dem Fall ist sehr, sehr hoch, da hat sie recht, ist um das Vierfache erhöht. Dadurch leitet sich dann auch natürlich diese Thematik gleich ab, auf die ich eingehen werde. Dann haben wir, also ich bin nicht erkrankt an den ganzen anderen Sachen, das ist okay. Wie lange habe ich über die Jahre nur Testo genommen fast? Also gar nicht mehr aktiv, seitdem du mich kennst fast. Diese Sachen können oder sind einzutreffen auch bei einer McFit- oder Hobby-Dosierung. Testo ist Testo. Ob du jetzt 500 nimmst, 750 oder 250, du knallst. Und ich habe selber gemerkt, dass 250 ein großer Unterschied ist zu dem hier jetzt. Ne? Also so, das ist schon eine eine ganz andere Sparte. Das Traurige gestern war aber, natürlich habe ich nicht nur das Blutbild machen lassen, ich habe auch ein Spermiogramm gemacht. Abgabe war am 12.10., ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, 12.10. Also, aufpassen. Gesamtspermienanzahl. Mio im Ejakulat. Also, 0. Nada. 0. Das heißt, derzeit bin ich nicht fruchtbar. Also, ich bin unfruchtbar. Das heißt, die Funktionsfähigkeit meiner Spermien ist gleich 0. Dass ich Papa werde oder Vater, ist gerade in dem Moment ausgeschlossen. Jetzt rüsten wir das Ganze mal auf. Das trifft aber bei mir zu. Es gibt etliche Fälle, wo Leute auf Material, dazu zähle ich auch drei Freunde von mir, die sind schwanger geworden auf Stoff. So, Punkt. Sie war der Meinung, die Ärztin, dass eventuell durch den jahrelangen Konsum, ob du das on-off machst, ist egal, also du konsumierst es ja, die Hodenwand oder die Hodendecke, wie sie es genannt hat, kann beschädigt sein. Das heißt nicht, dass das so bleibt.
Aber jetzt derzeit ist das der größte Nebeneffekt neben dem jahrelangen Konsum, dass die Fruchtbarkeit der Spermien nicht vorhanden ist. Also das heißt, ich bräuchte nicht mal verhüten. Das ist null und nicht mal eine, ne? Wir reden von null. Bobby, blende das mal bitte ein. Ich bin kein Extremstoffer, ne? Das ist ganz wichtig. Wir machen das so ehrlich und so transparent wie möglich. Das kann auch bei jedem kommen, der 250 nimmt. Das ist individuell abhängig. Das kommt darauf an, wie der Körper darauf reagiert. Ne? Also das Null ist, ja, und wir kennen auch jemanden, der 3 Jahre gebraucht hat, 2 Jahre. Der hat nur Tests genommen, Eifel Fango. Du weißt, wen ich meine, wo die Chancen komplett unten waren. Muss auch so gewesen sein. Das ist eine Sache, die habe ich vermutet, aber nicht gedacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass Null ist, sage ich dir ehrlich. Ich hätte gedacht, okay, vielleicht ist ein bisschen was drin. Aber dass Null ist, ist halt hart. Also jetzt überlegt mal, wir nehmen einen Profi-Bodybuilder, der das jahrelang macht, exzessiv oder andere Komponenten auch. Wenn man das auf diese Art und Weise nicht überprüft, dann kann man nie sehen, was mit dem Körper gemacht wird. Aber ich sag dir auch ehrlich, viele unterschätzen das. 100%, weil viele gar nicht den Weg gehen und aufgehen und Blutbilder machen. 50% der Kinder, die gemacht wurden, ich schmeiß jetzt eine Zahl in den Raum, wegen auf Stoffa, war auf gut Glück. So. So, ja, oder dieser FSH. Also, was muss man jetzt tun oder was könnte man tun? Man könnte jetzt zum Beispiel FSH und LH anpumpen. Das würde aber in meinem Fall nichts bringen. Das habe ich mit der Ärztin beredet. Ne, es gibt ja so gewisse FSH-Kuren. Sie sagt, die einzige Möglichkeit ist Zeit. Ich bin der Meinung, das wird sich auch einpendeln. So, alles. Ich bin aber der Meinung, dass das niemals, und jetzt kommt der Nacheffekt und das ist die Konsequenz, dass so sein wird, wie es wäre, wenn man nichts genommen hätte. Es wird nie wieder sich in diesem Ausmaß einpendeln. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Bodybuilder optimale, hundertprozentige Testo-Werte haben. Vielleicht ist es ein kleiner Bruchteil oder es ist halt individuell bedingt. Das sind ja meine Werte über den jahrelangen Konsum. Und so viel dazu, ich bin nicht aufgegangen. Und wie ich aufgegangen bin, ne? Also so, um das auch nochmal zu untermauern, hier wird nichts palabert, ne? Das ist alles Real Talk. So ein Experiment gab es bestimmt noch nicht. Ich mache das Beste draus. Also die Ärzte meinte, es würde nichts weiter bringen, Tamox und Clomid zu nehmen. So, das dazu, oder halt Absetzverfahren. Sie gibt dem Ganzen halt Zeit, weil es über die Jahre so gemacht wurde. Ne? Und ich schwör's euch, wenn ihr das macht, ne? Also wenn ihr Testo oder so nur ballert, macht mal, ich wette mit dir, die Kliniken werden jetzt explodieren. Die Spermiogramm-Kliniken, ja, die Spermiogramm haben. Also du musst schon eine gewisse Zeit off sein, um überhaupt das zu machen, um das rausfiltern zu können. Also es nützt jetzt nichts, wenn du jetzt zum Beispiel nicht zwei Wochen raus bist oder 5 Wochen, dann brauchst du es nicht machen. Du musst schon ein gewisses Zeitfenster haben und dann das soweit abarbeiten theoretisch oder dann das Bild machen. Aber gesundheitlich geht es mir gut, das ist die Hauptsache. Mein Testospiegel ist im Arsch, Punkt 1. Prolaktin ist im Arsch, E2 ist im Range, LH, FSH sind im Arsch, Spermiogramm gleich 0. Das ist das Schlimmste an dieser Sache so. Und alle anderen Werte aber human und top gesund, was das angeht. Und natürlich weiß ich, dass ich niemals den Naturalstatus haben werde. Oder weil ich ja vorher was genommen habe. Aber ich bin auf dem Level, Muskeln aufzubauen oder den Körper auf Vordermann zu bringen oder überhaupt zu trainieren, ist schon hart. So in dem Pensum. Das wieder so hinzubekommen, ich bin gespannt. Das war ein Einblick in das Blutbild. Wie lange haben wir? 17 Minuten. Ja, ist gut. Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte einigen damit die Augen öffnen. Natürlich blenden wir am Ende nochmal alles ein, damit ihr das seht. Aber das ist so die Blutbilddiagnose, ne? Ich wünsche euch viel Spaß mit der Vlog-Reihe. Ich werde so viel vloggen, wie es geht. Wir sind morgen auf einem Wettkampf. Ich habe 4 Athleten am Start. Michael ist in Linz, 3 sind auf dem NRW-Cup. Und dann wird trainiert oder beziehungsweise abrasiert. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Videos, mit dem Video. Danke fürs Einschalten. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon hält. Teilt das Ganze, supportet das Ganze. Ich hoffe, ich konnte einige aufklären. In diesem Sinne, peace out, bis zum nächsten Mal.